Mein Freund Gregor, der hatte gestern einen schweren Motorradunfall. Ich bin daraufhin natürlich sofort los zu ihm ins Krankenhaus. Diese Frau hat hier nichts zu suchen. Ich bin die Ehefrau von Gregor Schwarz und das ist meine Patientenverfügung. Mit einem Eilverfahren müssten wir jetzt diese Patientenverfügung ja außer Kraft setzen. In diesem Fall hätte Gregor es sich gewünscht, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt werden. Ich bin Ingo Lenzen und kämpfe für Gerechtigkeit. Ich kann Sie nicht mehr in das Zimmer von Herrn Schwarz lassen. Mir sind die Hände gebunden. Ich will doch nur wissen, wie es ihm geht. Ich verstehe Sie, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Frau Ganz? Hallo, Herr Lenzen. Schön, dass Sie da sind. Mein Freund Gregor, der hatte gestern einen schweren Motorradunfall. Mhm. Und jetzt hat mich seine Noch-Ehefrau aus dem Krankenzimmer rausschmeißen lassen. Ich weiß nicht mal, wie es ihm geht, was er hat. Sie müssen mir wirklich unbedingt helfen. Okay, ich verstehe. Wollen Sie mir denn mal erzählen, was passiert ist? Ja, also es war gestern so gewesen, dass ich ihn immer versucht habe anzurufen abends, aber er ist nicht ans Telefon gegangen und ich habe es immer wieder versucht, weil er hätte schon längst da sein müssen. Und irgendwann ist dann auch eine Krankenschwester ans Telefon gegangen und sagte, er wäre im Krankenhaus. Ich bin daraufhin natürlich sofort los zu ihm ins Krankenhaus und war dann auch bei ihm, habe mich hingesetzt zu ihm und ihm gut zugesprochen. Gregor, sei stark. Komm, du musst das für mich und unser Baby schaffen. Entschuldigen Sie, mir ist ein bisschen schwindelig. Wollen Sie sich nicht mal setzen? Alles gut. Sicher? Ja. Ich saß bei ihm im Zimmer gestern, wie gesagt, und dann merkte ich, wie die Tür aufging und ich hörte seine Noch-Ehefrau Clara mit dem Arzt sprechen. Daraufhin sagte der Arzt, dass er ein Hirnschädeltrauma hat und künstlich im Koma liegt, weil er notoperiert werden musste. Und dann hat diese Clara auch sofort vom Arzt verlangt, dass er mich rausschmeißt. Diese Frau hat hier nichts zu suchen. Ich bin die Ehefrau von Gregor Schwarz und das ist meine Patientenverfügung. Darf ich die mal sehen? Ich darf bestimmen, wer hier sitzt. Sie müssen den Raum verlassen. Der Doktor hat mich rausgeschmissen. Er hat gesagt, ihm sind die Hände gebunden. Danke. Halt durch. Seit wann sind Sie denn zusammen? Gregor und ich sind jetzt seit 11 Monaten zusammen. Mhm. Und seit 4 Monaten bin ich jetzt auch schwanger von ihm. Seit einem Jahr ist er jetzt von Clara getrennt. Also die Ehe lief nicht mehr gut. Er ist auch ausgezogen, lebte dann im Hotel und dann haben wir uns kennengelernt. Und das war auch gleich Liebe auf den ersten Blick. Also wir sind super glücklich und jetzt. Ja, aber jetzt ist das Problem die Patientenverfügung, ja? Ja. In der noch die Noch-Ehefrau drinsteht. Und das ist tatsächlich ein Problem. Da muss man normalerweise immer drauf achten. Ja. Also wenn dann sowas passiert wie mit Ihnen. Ne, eine neue Lebensgefährtin kommt ins Spiel, dann muss man das halt auch ändern. Ne? Ja, so, und Sie haben recht. So gelten Sie jetzt als Fremde. Und deshalb dürfen Sie nicht rein. So, aber das widerspricht natürlich komplett seinem mutmaßlichen Willen. Und der ist eigentlich entscheidend. Und deshalb müssen wir mit einem Eilverfahren, müssten wir jetzt diese Patientenverfügung ja außer Kraft setzen. Okay. Und dafür sorgen, dass Sie rein dürfen und an seinem Bett sitzen dürfen. Das könnten wir in Angriff nehmen, wenn Sie das möchten. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte unbedingt wieder zu ihm. Gut. Schauen Sie, wir haben jetzt 6 Uhr morgens. Ich glaube, wir sollten gehen. Sie haben ja bestimmt die ganze Nacht nicht geschlafen, oder? Ja, danke. In Deutschland leben gut 3 Millionen Paare ohne Trauschein zusammen. Die meisten auch ohne gegenseitige Vollmachten. Alle Informationen zum Unfall und Gesundheitszustand von Gregor Schwarz weiß lediglich die Ehefrau. Und auch sie ist noch im Krankenhaus. Clara? Wie geht's Gregor? Das geht dich gar nichts an. Wieso lässt du mich nicht zu ihm? Was hast du davon? Weil ich es kann. Das ist ein ganz schön verachtenswürdiger Satz, oder? Weil ich es kann. Was hast du davon, wenn du mich nicht zu ihm lässt? Kannst du nicht akzeptieren, dass wir jetzt zusammen sind? Zwischen euch ist es vorbei. Vorbei? Von wegen? Es ist nicht aus und vorbei. Gregor und ich haben uns gerade wieder angenähert. Wenn Gregor entlassen wird, nehme ich ihn mit nach Hause. Glaubst du ja wohl selber nicht. Doch, schau, hier, das Handyfoto, das war vor 3 Wochen. Und dann die Anrufe. Das ist doch alles erstunken und erlogen. Ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Das kann doch alles nicht wahr sein. Lassen Sie mal. Sie haben doch die persönlichen Gegenstände an sich genommen, oder? Ja, hier.
So, das ist zwar nicht ganz okay, für die eigentlich hier zu stehen. Ja. Aber ich glaube, seinen Willen unterstellt, ist ihm das recht, wenn wir uns sein Handy einfach mal angucken und überprüfen, ob die behaupteten Anrufe von ihr wirklich auf dem Handy drauf sind. Ha? Ja, und vielleicht auch das Foto, weil das Hemd habe ich ihm vor 2 Monaten geschenkt. Das muss gefaked sein, das kann nicht stimmen. Das heißt, es kann kein altes Foto sein? Nein. Dann bitte ich meine Frau Grüner, dass sie sich einfach mal die Social-Media-Profile von ihm anschaut. Vielleicht ist da noch ein Hinweis auf das Foto, ja, und auf die Beziehung zu ihr. Sagen Sie, wenn ich über die Beziehung nachdenke, wie ist denn die Beziehung in der letzten Zeit zwischen Gregor und ihr gewesen? Clara und Gregor haben eigentlich so gut wie gar nichts miteinander zu tun. Sie arbeiten zwar in der gleichen Firma, aber nicht in der gleichen Filiale. Nee, was ist das? Aua, was haben Sie? Mein Bauch, okay? Mein Baby. Ich habe so schreckliche Bauchschmerzen. Da vorne ist eine gynäkologische Ambulanz. Sollen wir da hin? Ja, bitte. Okay. Reicht das, wenn wir ihnen beide helfen? Oder wollen wir eine Pause machen? Alles gut. Da die Ärzte Nina ganz Ruhe verordnen, bringt Ingo Lenzen die werdende Mutter nach Hause. Während der Fahrt stellt der Anwalt einen Antrag beim Amtsgericht, dass seine Mandantin Gregor Schwarz wieder besuchen darf. Zudem hofft das Team, auf dem Handy von Gregor Schwarz Beweise zu finden, dass Clara Schwarz lügt. Hier übrigens, das Handy. Ah, okay. Oh, das hat ja ganz schön was abbekommen. Aber ich, so, und Sie müssen jetzt mal schauen, Frau Ganz, dass Sie gleich zur Ruhe kommen. Sie haben die ganze Nacht noch nicht geschlafen, ne? Nachdem Sie... Ach Gott, das ist ja süß. Da war alles noch in Ordnung. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn... Dann bin ich nur noch mit dem Baby alleine. Nein, es wird nicht dazu kommen. Genau. Sarah, kannst du irgendwas sehen? Welchen Kontakt es gegeben hat? Nein, also mein Programm hat mir jetzt hier ehrlich gesagt nichts ausgespuckt. Also ich fürchte, das Handy hat wirklich ein bisschen zu viel abbekommen beim Unfall. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ich bin im Internet über so einen Pressepolizeibericht gestolpert. Da haben die tatsächlich über den Motorradunfall von ihrem Freund berichtet. Okay. Und ja, und da haben die auch gesagt, wo der Unfall passiert ist. Mhm. So, und ich habe mir den Ort mal auf der Landkarte angeschaut. Und irgendwie habe ich mich so ein bisschen gewundert, weil das war eine komplett gerade Strecke. Ja. Ja, also ich frage mich so ein bisschen, wie er da von der Fahrbahn abgekommen sein soll. Ist das der Unfallort? Genau, das ist der Unfallort, ja. Also ja, das ist ja auch weder sein. Eine Arbeitsstrecke, danke. Noch irgendeine bekannte Strecke, wo wir langfahren sonst. Also er hat an dem Tag zu mir gesagt, er müsse länger arbeiten. Irgendwie kommt mir das alles komisch vor. Er fährt eine Strecke, die er sonst nicht fährt, die wir nicht kennen. Dann lügt er mich an. Ich weiß wirklich nicht mehr, was denn noch wahr ist. Also ganz ehrlich, wir müssen unbedingt rauskriegen, wo wollte er hin und was wollte er da? Und dann, Sarah, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir rausbekommen, welchen Kontakt hat der zu seiner Ex gehabt. Ich meine, die behauptet hier, die hätten sich wieder angenähert. Ja. Wenn wir aber nachweisen können, dass da kein Kontakt war, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sie lügt. Ich versuch's ansonsten noch mal über Social Media, wenn ich jetzt beim Handy nicht weiterkommen sollte. Da. Nach der panischen Angst, ihre große Liebe zu verlieren, kommen der 39-Jährigen Zweifel, dass sie Gregor Schwarz nach 11 Monaten Beziehung doch nicht gut genug kennt. Die Mandantin hofft, zu Hause zur Ruhe zu kommen. Doch dort wartet bereits die nächste Schreckensnachricht. Ich bin so froh, dass mit dem Baby alles in Ordnung ist und dass es nur Krämpfe waren. Ich erst. Aber jetzt merke ich, dass es doch ganz schön viel war für mich. Das glaube ich. Ich bin echt ganz schön müde und erschöpft. So, deshalb lassen Sie jetzt einfach mal fallen, gehen hoch, entspannen. Ja? Ganz und wir sehen Dank. Uns dann später. Danke, Herr ja? Lenzen. Gerne. Ciao. Bis später. Ben? Ja? Toll, klasse. Danke, dass du an mich gedacht hast. Bis später. Ciao, ciao. Was soll das? Was denn? Jetzt habe ich ja auch noch eine Kündigung des Mietvertrages. Gucken Sie mal. Hier steht, dass Sie eine weitere Person in Ihrer Wohnung ohne Genehmigung aufgenommen hätten? Ja, der Gregor, der ist bei mir eingezogen, als er sich von der Clara getrennt hat. Setz dich mal hin. Das kann doch alles nicht sein. Zuerst Gregor im Koma, ich bin schwanger, jetzt soll ich auch noch aus der Wohnung fliegen? Was soll denn noch alles passieren? Schauen Sie, grundsätzlich müssen Sie den Vermieter natürlich fragen, ob Sie eine weitere Person in Ihre Wohnung aufnehmen dürfen oder nicht. Ja. So, aber der muss das genehmigen. Okay. Der darf das nur aus 2 Gründen nicht tun. Einmal, wenn die Person für ihn unzumutbar ist, aber die kennen sich ja hier gar nicht, oder? Nein.
So. Oder aber wenn wir eine Überbelegung haben. Das haben wir ja auch nicht. Also dann geht das gar nicht. Dann geht das gar nicht. Aber warum passiert das alles ausgerechnet jetzt? Das ist einfach alles zu viel. Jetzt mal langsam. Wirklich ganz langsam. Was meinen Sie denn, wer das hier mitgeteilt hat? Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es Clara war. Warum? Warum Clara? Sie haben sie doch vorhin selbst erlebt. Sie gönnt es uns einfach nicht, dass wir glücklich sind jetzt, wo sie weiß, dass ich auch noch ein Baby von Gregor bekomme. Ich weiß es nicht. Vielleicht bilde ich mir das jetzt auch alles ein. Es ist einfach zu viel. Wie soll ich das alles schaffen? Jetzt werde ich auch noch vor die Tür gesetzt. Jetzt ganz langsam. Sie werden nicht vor die Tür gesetzt. Dafür werde ich sorgen. Ja? Und da bin ich auch wirklich guter Dinge. Aber auch da werde ich meine Mitarbeiterin, die Frau Grüner, bitten, dass sie sich mit der Wohnbaugesellschaft in Verbindung setzt und einfach mal nachfragt, wer sie da angeschwärzt hat. Ja, ja. Aber für Sie ist jetzt ganz wichtig, dass Sie sich entspannen. Ja? Ja. Dass Sie zur Ruhe kommen. Ich versuche. Und das machen Sie jetzt auch. Ja? Ja. Okay? Ganz, ganz lieben Dank, wirklich. Ich melde mich später. Den nehme ich mit. Alles klar. Dankeschön. Bis dann. Bis später.